Ja, Herr Hörhan, erstens einmal danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für Interview zur Verfügung zu stehen. Sie sind ja als Investment-Punk bekannt und wenn ich mir Sie richtig anschaue und ihr vorher die Zeit hatte, Ihr Büro ein bisschen anzuschauen, Anpassung ist ja nicht ganz Ihres. Das heißt, Sie sind ein bisschen ein Revoluzzer oder ein Rebell, habe ich das richtig Das erfasst? ist, glaube ich, britisches Understatement. Also an gesellschaftliche Normen und irgendwelche sonstigen Normen, davon halte ich nichts. Das ist Bullshit. Ja. Okay. Und gerade in Zeiten der digitalen Ökonomie und der New Economy und durch das Internet und die technischen Möglichkeiten, ganze Branchen und ganze Märkte vollkommen neu aufgestellt und revolutioniert werden, ist es sogar schlecht, wenn man so konservativ und bieder ist und wenn man sich an die Regeln hält. Weil wenn man sich an die Regeln hält, geht man bankrott. Sie haben aber da in Ihrem Buch einen Untertitel, einen guten, der hat mir gefallen, warum immer die Weicheier gewinnen. Wir haben in Österreich eine starke Kultur der Anpassung, des braven Nachredens, das heißt, Ausbrechen aus dem System wird ja nicht immer gutiert, sondern eher bestraft, oder sehen Sie das anders? Paradoxerweise in großen Konzernen ja. In großen Konzernen wird, nehmen wir es mal, Folgen und Arsch kriechen und Regeln befolgt und Anzug tragen und lauter Blödsinn Ja. wird belohnt. Belohnt, Und ja. Risiko nehmen und Innovation wird bestraft. Also es ist tatsächlich so, dass wenn jemand in einem großen Konzern Innovation machen will, hat er die schlechtestmöglichen Anreize dazu. Und das führt natürlich dazu, dass klassische Unternehmen, vor allem wenn sie eine gewisse Größe erreichen, auf die neuen technologischen Herausforderungen ganz schlecht oder gar nicht reagieren. Und dann kommen neue Startups und fressen sie. Ja? Und wenn man sich heute beispielsweise anschaut, ich meine, bis vor 5 Jahren noch war die deutsche Automobilindustrie, wenn sie am Thron gesessen, es war ein globales Oligopol. Und Mercedes, BMW, Audi, Porsche wollte jeder auf der Welt haben und waren synonym für Luxus. Also Mercedes S-Klasse war aber Jahrzehnte schon. Ja? Also das war so das Symbol für Macht, für Geld, für Status, auch für Verbrecher in Filmen, war Ja, immer stimmt, Mercedes Mafia. S-Klasse. Ja? Und vielleicht noch ein immer BMW ist dann dazu gekommen oder vielleicht mal eine Porsche und sowas. Ja? Und die haben wahnsinnig viel Geld verdient. Und wenn Sie sich heute anschauen, heute sind sie die Gejagten. Und dann kommen wir zu Unternehmen aus Silicon Valley, ja, namens Tesla, verkauft mehr Tesla Model S als Mercedes S-Klasse. Zumindest in Westeuropa, in Nordamerika und in einigen asiatischen Märkten. Da hätte man das vor 5 Jahren in Stuttgart gesagt, wir haben entweder ins Irrenhaus oder ins Gefängnis gesteckt worden. Ja, und Sie sehen, und wenn man heute auch die Krise der deutschen Automobilindustrie sieht, die Kombination aus Kartellverfahren, Dieselproblematik, Abgasmanipulationen und de facto die Herausforderung durch die Elektromobilität, siehe Frankreich das Gesetz, sieht man sehr deutlich, wie schnell eine Branche, wenn man so in Schieflage kommen kann. Auch wenn Sie sich anschauen, viele klassische Medienunternehmen, Beispiel ich glaube, die New York Stimmt. Times musste extra ihren Tower verkaufen und zurückleasen, weil ihr Geschäft so schlecht läuft. Und es gibt bei Banken und Versicherungen sieht man auch an den Aktienkursen, was passiert. Oder vielleicht noch ein Beispiel: Eine Buchungsplattform namens Booking.com hat eine Börsebewertung von schon 85 Milliarden. Airbnb ist noch nicht an der Börse, wird auch irgendwie zwischen 30 und 50 Milliarden gehandelt. Und die großen Hotelkonzerne mit tausenden oder aber tausend Hotelbetten und auch oft Standorten in den besten Plätzen der Stadt sind 11, 10 oder 20 Milliarden Dollar wert, man sieht, wo die Reise hingeht. Und das bedeutet zwangsläufig, ein Konzern, ein Unternehmen muss innovativ sein und muss eben bereit sein, auch die Regeln zu brechen. Und Leute, die immer nur brav die Regeln befolgen, werden in den nächsten Jahren wirtschaftlich bankrott gehen und gesellschaftlich untergehen. Es gibt sogar noch ein Beispiel. Stell dir mal wieder meinen Vorträgen die Frage. Ihr habt die Wahl, ihr sollt euch jemand beraten lassen im Bereich Online-Marketing. Und ihr habt die Wahl zwischen einem Universitätsprofessor für Marketing, einem Top-McKinsey-Berater und einem 18-jährigen grasrauchenden Hacker, der schon Reality-Programmierung versteht und der schon diverse Facebook-Kampagnen gemacht hat und der vermutlich bei der Bank oder bei McKinsey vermutlich bei der Security abgewiesen werden würde aufgrund seines Aussehens. Und die meisten Leute werden mittlerweile einen 18-jährigen Hacker nehmen. Das zeigt wohl, wo die Reise hingeht, das zeigt doch, wer am Ende das meiste Geld verdienen wird, die meiste Macht haben wird. Sie machen an kleinen Unternehmen wie uns, das wir auch sind, sehr Mut. Das heißt, es kommt aus Ihrer Prognose, weil Sie ja fast eigentlich ein Visionär sind, zu einem Systemumbruch, wo nicht mehr die Angepassten, sondern die sagen, ich scheiß mir nichts, ich ziehe einmal durch, mache meine Vision, vielleicht haut es mir auf die Vollkommen Schnauze, richtig, wo und das ich wäre sage, natürlich, man darf nicht unterschätzen, viele von denen, die es versuchen, scheitern. ja. Auch das ist kein Garant und auch Tesla hat horrible Finanzzeiten. Tesla verliert Geld nach 10 Milliarden Schulden. Nur es zeigt zumindest, dass der Thron, auf dem das Informationsmonopol der Medien, das Geldmonopol der Banken, ja, das Automobiloligopol im Luxusmarkt, ja, und vieles mehr, das Ausbildungsmonopol der Universitäten, ja,
diese Dinge und auch die Autorität, die Einnahmequellen, die sich als Monopol- und Oligopolstellung ergibt, ändern sich jetzt gerade. Jetzt werden wieder neue geschaffen, siehe Amazon, siehe Facebook, siehe Google, siehe Priceline und siehe viele andere. Ja? Spotify, Uber, und die sind vielleicht noch aggressiver und noch stärker in der Ausübung der Monopolmacht. Das ist ein großes wirtschaftliches und gesellschaftliches Problem. Aber die Möglichkeiten derzeit sind da. Nur jeder, der sich anpasst und arschkriegt und glaubt, man muss alles machen wie bisher, wird bankrott gehen. Bankrotto. Sie haben ja, wenn ich richtig recherchiert habe, angewandte Mathematik in Harvard studiert. Das hat ja viel mit Wahrscheinlichkeiten, Berechnungen, Simulationen zu tun, wenn ich es richtig verstehe. Wie schaut denn Ihre Simulation für den Standort Österreich aus, auch in Korrelation mit der Politik? Also wie gesagt, Österreich ist besser sein Ruf. Sicherlich, Österreich hat einige Nachteile auch, aber Österreich die Österreicher jammern gern, aber es ist sicherlich nicht so schlecht. Nummer eins, die Unternehmenssteuern sind niedriger als in anderen Ländern. Vielleicht werden sie jetzt noch niedriger, wenn je nachdem, welche Regierungskonstellation kommt. Die Infrastruktur ist sehr gut, das Land ist schön und sauber, ja. Lebensqualität ist hoch, vergleichen Sie das mal mit England oder Ähnlichem. Paradoxerweise ist auch die politische Stabilität relativ groß, also wiederum, wenn man jetzt vergleicht Amerika, England, auch Frankreich oder ähnliches, ist, und auch trotz allem, selbst der Rechts- und Linkspopulismus ist sicherlich weniger ausgeprägt als in einigen anderen Ländern, selbst in Deutschland, siehe, was in Hamburg passiert ist, in dieser Extremität, gibt es bei uns noch nicht, oder auch Dinge wie in der Extremität, was in Frankreich eine Jean Le Pen macht, oder auch eine Weile in Holland, das sind schon noch etwas schärfere Töne, als sie bei uns sind. Bei uns ist das immer alles abgedämpft mit der Wiener Melange. Und das Arbeitsrecht ist zwar archaisch, aber es gibt noch Schlimmeres in Europa. Das also die Nachteile sind, und auch die operativen Kosten in Unternehmen zu führen, sind, nehmen wir es mal über, sind relativ niedrig im Vergleich zu anderen Ländern. Mit Deutschland oder Dänemark oder auch selbst Italien teilweise. Österreich ist nicht so schlecht, aber das Problem ist, der Heimmarkt ist klein. Der deutschsprachige Markt ist ja schon mal größer. Das zweite ist, es ist so ein Inzuchtdenken. Das stimmt. Das nächste Thema ist, die Bürokratie ist lähmend und sinnlos. Man könnte 70% der Gesetze abschaffen und würde vermutlich deutlich besser agieren. Die braucht man einfach nicht. Dasselbe gilt beispielsweise eben für viele Elemente des Arbeitsrechts und der Lohnnebenkosten. Die sind prohibitiv hoch und sinnlos. Und was natürlich sicherlich auch ein Punkt ist, wo schon Österreich jetzt zurückfällt, ist der Bereich Ausbildung. Es gibt sicherlich Länder, die hier mehr investieren und bessere Dinge machen. Und deswegen bauen wir jetzt auch eine Online-Universität auf. Sie haben ja, da wollte ich hinkommen, eine Academy, wo Sie Menschen beibringen, wie legt man Geld richtig an, wie gehe ich um mit meinen Finanzen. Mir hat gut gefallen, damit würde ich zum emotionalen Thema bei Ihnen hinkommen. Sie haben ja gesagt in einem Interview, der Grund, warum Sie das erste Investment in eine Immobilie gemacht haben, war ein kleiner Hund, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ja, richtig, ja. War das dann die Emotion, die Sie zu einer mehr oder weniger noch nicht ahnbaren rationalen Entscheidung geführt hat? Nein, es war halt, in dem Fall hatten die halt einen Hund und hatten kein Geld für die Übersiedlung und konnten woanders nicht hin übersiedeln, und daraus hat sich eine Opportunität ergeben, und ich bin immer jemand, der Investments muss man rechnen. Ja, aber was ich fragen wollte, was für einen Psychologen spannend ist, das ist die Ratio. Aber welche Dinge im Leben, Sie haben sehr gut Österreich jetzt beschrieben, auch die Weltentwicklung am Wirtschaftsmarkt, was bewegt dann Gerald Hörhahn? Was ist Ihnen wichtig? Es wird ja nicht nur Geld allein machen. Nein, ich meine, Geld ist mein Maßstab des Erfolges. Ich meine, weil im Prinzip das, was ich mir leisten will, bis auf ein paar kleine oder größere, sagen wir es mal, Späßchen, ja, kann ich mir heute leisten. Ja. Ich bin jetzt nicht jemand, der im Superluxus leben muss. Und von meinem Vermögen, von meinem Einkommen kann ich das bei Weitem abdecken, was ich mir, also das Recht, um zu essen und gut zu essen und schöne Urlaube zu machen, schnelle Autos zu fahren und dafür rechts, ja. Aber es ist ein Maßstab. Und der Punkt ist aber so, was mich interessiert, ich habe einen sportlichen Ehrgeiz, ich will noch was erreichen. Und deswegen bin ich jetzt auch dabei, eben jetzt mal in Kooperation mit einer Uni akademische Programme anzubieten zum Thema digitale Ökonomie, im nächsten Schritt eine eigene Universitätslizenz anzustreben, weil ich will noch was Geiles machen, ja. Durch nichts tun, durch Faulheit, durch Dummheit, dann bekommt man nur schlechte Ideen und es bringt nichts. Wenn man eine Aufgabe hat, macht es viel mehr Spaß, und wenn man was macht, muss man das geil machen. Und der Punkt, den ich jetzt als großen Markt und als große gesellschaftliche Notwendigkeit sehe, dass man Millionen Menschen, die jetzt arbeitslos werden durch die Digitalisierung, umschult auf Fähigkeiten, wo sehr viel Nachfrage ist und wenig Angebot am Jobmarkt. Das heißt, Programmieren, Online-Marketing, Data Science, IT-Ethik, digitale Skills und all das können wenige, die Leute, die das können, verdienen ein Vermögen,
Und auf der anderen Seite werden immer mehr Jobs, die klassischen Mittelschichtjobs, werden automatisiert, wegrationalisiert, die Leute werden arbeitslos und am Ende muss man die Menschen auf diese neue Ökonomie vorbereiten und ausbilden. Die Staaten, die das gut schaffen, werden wirtschaftlich erfolgreich sein. Die Staaten, die das nicht schaffen, haben die Saat für eine Revolution. Verstehe, das stimmt, weil auf das wollte ich hin, die gesellschaftlichen Spannungen, weil Sie ja die 20 angesprochen haben. Ich sehe es in Österreich, vielleicht ist meine Wahrnehmung noch nicht professionell, da werden Sie es besser sagen, aber es bricht irgendwie der Mittelbau weg. Das haben Sie ja. Ja, das ist natürlich schon klar, aber sagen wir so, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist ein Hammerkorb, aber Terrorismus. Also das sollte man meiner Meinung nach nicht verharmlosen. Aber dass die Leute, die hier aktiv waren und die de facto, nennen wir es mal, Gewalt anwenden, ja, die. Wenn man Leute töten wollen, die Raubzüge machen, Plünderungen, Autos anzünden, Menschen mit Geschossen bewerfen, das sind Terroristen und die müssen auch gemäß wie ein Terrorist bestraft werden. Das sind organisierte kriminelle Banden. Ja? Und dass hier vor allem die linke Politik so mit Händeschonern zuschaut, finde ich nicht in Ordnung. Ja? Ich glaube auch, das ist mehrheitsfähig, nicht mehrheitsfähig in der Bevölkerung. Ja? Genauso wie Terrorismus vom rechten Rand absolut abzulehnen ist und zu untersagen ist und auch sonstige Dinge, die wir jetzt sehen, gefährlich sind, aber das ist ein Akt des Terrorismus. Und sowas muss mit entsprechenden Antworten des Staates, muss der Staat darauf antworten. Aber was schon der Fall ist, ist sicherlich, dass die Gesellschaft sich spaltet, das sieht man ja auch in den Wahlergebnissen auf ganz Europa, selbst auch bis zur Türkei. Mhm. Stadt gegen Land, jung gegen alt, digital gebildet, digital ungebildet und vieles mehr. Und dass natürlich die Veränderungen, die jetzt eben im Wohlstand, auch mit dem gesellschaftlichen Status passieren, durch die digitale Revolution, natürlich diese Spaltung noch beschleunigen werden. Und die größte Gefahr ist, wie gesagt, dass die New Economy nach dem Winner-Takes-It-All-Prinzip funktioniert. Das heißt, der Beste gewinnt wahnsinnig viel vom Kuchen, der Zweitbeste noch ein bisschen was, der Dritte noch ein bisschen was und der Rest nichts. Und das führt natürlich zwangsläufig zu einer sehr extremen Wohlstandsverteilung und Machtverteilung, was natürlich auch gesellschaftlich große Probleme hervorruft. Ja, das heißt eigentlich fast Darwins Survival of the Fittest, das heißt, der so wie Sie die Möglichkeiten kognitiver Natur hat und die Stärken einbringen kann, kann sich durchsetzen und die, sagen wir so, auf der Couch einfach liegen und sagen, entspann mich. Sie sagen ja ein britisches Understatement, ist es Survival of the Fittest, Hoch-Survival of the Fittest, Hoch-Survival of the Fittest. Für mich ist die Position trotzdem nicht komfortabel. Ja. Wenn ich nicht dauernd am Ball bleibe, mich anstrengen, frisst mich jemand anderer. Und selbst der im Silicon Valley bei Facebook und bei Google sitzt, muss sich anstrengen, wenn er einen Fehler macht, ist er da ja weg. Also die Aussage ist nicht richtig. Es ist ein extremster, intensivster Wettbewerb auf globaler Ebene und auch auf lokaler Ebene. Es ist ein Wettbewerb auf allen Ebenen. Stimmt. Die Wirtschaft konzentriert sich auf immer mehr Städte oder Regionen, auf ganz wenige Städte auf der Welt, die halt wie Silicon Valley, krass. Wenn man dort weniger als 200.000 Dollar verdient, kriegt man Wohnbaubeihilfe. Bei uns nach in grünen Definition oder Linkspartei-Definition müsste man schon das Vermögen beschlagnahmen, wenn man so reich ist, nur die Differenzen zu sehen. Ja. Es ziehen immer mehr Leute in die großen Städte, auch in jedem Land gibt es Konzentrationen, in Deutschland nach München und Berlin und Frankfurt, und die viele Teile des Landes veröden. Ja. Es gibt Konzentration auf Branchen, es gibt Konzentration, wenn man es mal im Shoppingbereich auf gewisse Top-Hotspots, der Rest verfällt. Ja. Ja, stimmt. Es gibt Konzentration auf gewisse Marken. Also es gibt immer mehr Winner-Takes-It-All, auch Winner-Takes-It-All. Das ist die Leute, die faul sich auf die Bank legen, die werden sonst erfahren. Ja, das heißt, da müssen wir als kleine Firma auch anziehen. Es ist eine Kannibalisierung, die stattfindet. Nur wo? Darf ich so romantisch dumm fragen, wo bleibt dann der Mensch am Ende? Diese Frage ist noch nicht abschließend geklärt. Ja. Deswegen gibt es auch das Thema IT-Ethik, weil das gibt durch die digitale Revolution werden sehr, sehr vielfältige ethische Fragen aufgeworfen, die heute noch niemand beantworten kann. Also beispielsweise eine ganz simple Frage, wenn der selbstfahrende Tesla die Wahl hat, 5 Leute zu töten oder einen Fahrer, was macht er denn? Ja. Oder würden Sie beispielsweise jemanden, der mit 95% Wahrscheinlichkeit einen terroristischen Anschlag in den nächsten 3 Jahren verübt, würden Sie den inhaftieren oder nicht? Aber Sie wissen, ich bin 100%. Oder wenn Sie sagen, jemand beispielsweise, Sie können aufgrund der Gesundheitsdaten oder aufgrund der Wahrscheinlichkeit seiner Gesundheitsdaten kriegt er keine Gesundheitsversicherung mehr. Ist das okay oder nicht? Ist eine 4-Klassen-Medizin okay? Also Sie haben also eine Vielzahl von ganz banalen ethischen Fragen, die heute sehr, sehr schwierig zu beantworten sind. Auch was machen die Leute, wenn sie arbeitslos sind? Wie nutzen sie ihre Zeit, selbst wenn sie das irgendwie finanziert bekämen?
Mir gefällt das, weil Sie das mit der Arbeitslosigkeit gut schildern. Was sagt ein Finanzprofi wie Sie zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen? Ich würde das bedingungslos wegstreichen, weil das schafft falsche Anreize. Ich würde sagen, dass sicherlich in Zeiten, wo es globale Monopole und Oligopole gibt, vermutlich der Staat irgendwie eine Grundversorgung sicherstellen muss, weil es sonst zu Revolutionen kommt. Ja. Ich würde es an Bedingungen knüpfen. Und wer sich an diese Bedingungen nicht hält, also wer beispielsweise jetzt sagt, wenn man halt keine Arbeit hat, dann muss er der Staat dann braucht, dann muss er für den Staat arbeiten. Ja? Wenn man es nicht tut und sich weigert, dann verliert man es halt. Und dasselbe gilt halt, wer halt Verbrechen begeht oder andere Dinge macht und sich nicht an die Regeln hält, der verliert dieses Einkommen auch. Also ich würde sagen, und das zweite Thema ist natürlich schon noch, das ist natürlich, die Frage ist auch der Finanzierbarkeit. Und stellt sich die wesentliche Problematik, dass die globalen IT-Konzerne nirgendwo gerne Steuern zahlen und schon gar nicht in Europa, aber nicht einmal in den USA. Und dann ist ja schon noch die Frage, wenn diese Firmen einen riesen Wohlstand anhäufen, aber nirgendwo Steuern zahlen, dann wird natürlich auch die Finanzierbarkeit des Staates immer ein Problem. Weil man kann zwar den Mittelstand irgendwie versuchen auszuquetschen, das wird auch teilweise getan, dann wandern aber diese Firmen auch ab in Staaten oder Plätze, wo das weniger der Fall ist. Und die Staaten, die zu viel quetschen, die gehen wirtschaftlich zugrunde. Und das ist auch eine Frage der Wettbewerbsgerechtigkeit. Wenn der lokale Unternehmer 30% Steuern zahlen muss und sich mit der lokalen Regulierung ärgern muss und der globale IT-Konzern 3% Steuer zahlt, ist das auch, wird das verändert oder verzerrt das auch den Wettbewerb und das ist nicht fair. Wie weit spielt denn, weil Sie so eine Akademie vorhaben oder im Endeffekt online eh schon umsetzen? Unsere Online-Akademie gibt es schon, die gibt es die führende in deutschsprachigen Raum. Und auch mit einer Universität das verbinden wollen, wie weit spielt in der Dimension, wenn man ein paar Videos von Ihnen, die man online anschauen kann, wie weit spielt da neben der Ratio und den guten Tipps fürs Finanzmanagement auch die Ethik eine Rolle? Natürlich, schauen Sie, also ich habe immer, wir müssen im Geschäft im Handschlag Qualität haben, also müssen wir was Geiles machen, wir müssen einen Wert stiften. Und wenn Sie langfristig am gedeckten Tisch sitzen wollen, ist das die einzige Möglichkeit. Die zwei Dinge korrelieren sogar. Ja. Und mir ist immer wichtig, ich habe das auch mit der Investmentbank Academy gemacht, es gibt andere Möglichkeiten, wo ich vielleicht schneller in kürzerer Zeit Geld hätte verdienen können. Aber mein Ziel war es auch, dass die Leute wirklich was lernen, dass sie davon profitieren, dass sie einen Spaß haben und dann wird auch der Erfolg kommen, so haben wir es gedacht. Und das ist auch eingetreten. Aber man darf eigentlich nicht gierig sein, wenn ich sage, ich will heute schon viel Geld rausquetschen, dann braucht man Geduld. Die meisten Leute haben die Geduld nicht. Ja. Aber tatsächlich, wenn man langfristig am gedeckten Tisch sitzen will, dann muss man auch ehrlich sein. Das heißt, man muss auch nachhaltig sein und wissen, ich kann nicht alles ausrahmen, weil dann ist nichts mehr da und das Geld ist auch nicht mehr im Fluss. Kann ich das so leinhaft sagen oder nicht? Ja, man kann es vielleicht auch leinhafter sagen. Ja. Viele Leute, in einen Topf muss mehr hineinkommen, als man hinausnimmt. Und wenn die Leute alles hinausnehmen, ist nichts mehr da. Dann ist irgendwann der Topf leer, oder? Und das Zweite ist, sie versuchen auch die Natur irgendwie zu vergewaltigen. Ja. Wenn ich heute einen Apfelbaum habe und Äpfel ernten will, ja, muss ich zuerst mal ein Grundstück finden, wo man Apfelbäume wachsen können überhaupt. Da muss ich das entweder kaufen oder mieten oder pachten. Als nächstes muss ich mal Saatgut kaufen und säen. Ja. Da muss ich schauen, dass die Äpfelbäume weg, muss ich es gießen, muss ich sie pflegen, dass sie wachsen. Ja. Und irgendwann werden dann die Äpfel wachsen und dann muss ich sie ernten. Dann muss ich in einen Baum kraxeln, sie herunterholen oder einen Baum schütteln oder sie vom Boden aufheben. Und dann muss ich auch die aussortieren, die schlecht sind. Und die meisten Leute wollen eigentlich den Apfel am Silbertablett serviert haben. Sie sind selbst zu faul, sich zu bücken. Und sie haben nicht die Geduld zu warten, bis der Apfelbaum wächst. Und das ist so eine relativ einfache Sache. Auch Wirtschaft funktioniert nach diesem Prinzip. Mhm. Unternehmen muss man aufbauen, auch eine Social Media Community muss man aufbauen. Muss man investieren, muss es pflegen und wenn man erntet, dann kann man erst ernten. Und auch das Ernten ist eine gewisse Arbeit und das weiter zu betreiben. Und die meisten Leute wollen nicht sehen und auch nicht investieren, sondern nur rausnehmen. Und das geht nicht lange gut. Das heißt, Sie seien jetzt zu meiner Abschlussfrage zu kommen, von Ihren Erfolgen auf dem Immobiliensektor und den anderen Bereichen jetzt zum Thema kommen, wo Sie sagen, Sie wollen Ihr Wissen teilen mit anderen Menschen, als sehen, dass vielleicht gute Früchte daraus wachsen. Ja, natürlich. Ich meine, das Ziel ist, dass ich mein Wissen weitergebe und natürlich de facto Dinge lehre, die ich kann. Nämlich Firmen aufbauen, Geld verdienen, Geld investieren und jetzt eben auch immer in der Online-Welt erfolgreich ist. Und diese Dinge lehre ich, das macht mir auch viel Spaß. Eines meiner Geschäftsbereiche, Immobilien mache ich noch immer, Investmentbanker bin ich auch noch immer. Mhm. Ich habe nicht aufgehört damit, ja. So sollte ich auch. Okay. Aber sagen wir so, ich glaube, das ist eine geile Sache und da ist auch die Nachfrage sehr groß. Und wenn man es gut macht,
dann profitieren viele Leute davon und dann wird das Ganze immer größer und geiler. Verstehe. Ja, Herr Hörhahn, erstens danke für Ihre kostbare Zeit und danke für dieses Interview. Gerne. Alles Gute. Danke.